Eigentlich sollte man aus seinen Fehlern lernen. Das ist derzeit aber nicht der Fall bei Fed-Chef Jerome Powell, der im Dezember bereits den Fehler gemacht hat, den Märkten diese Karotte Zinssenkung vor die Nase zu halten. Die Märkte, hurra! Er hat Zinssenkungen gesagt, gehen nach oben, Financial Conditions lockern sich, die Folge Nachfrage steigt. Dann sehen wir Januar, Februar die Inflation über den Erwartungen. Jetzt hat der Fed-Chef Powell nochmal diese Karotte gezeigt. Seht ihr, ich will die Zinsen senken, Märkte jubeln, Financial Conditions lockern sich weiter, Inflation wird weiter steigen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Das heißt, wir sehen, dass man hofft seitens von Fed-Chef Powell, dass man aufgrund des gleichen Vorgehens zu einem anderen Ergebnis kommt, wird leider nicht der Fall sein. Dann wird früher oder später die Fed sehen, hups, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt mit der Inflation. Wir können leider doch nicht in dem Umfang oder vielleicht sogar gar nicht die Zinsen senken. Und dann wird das Erschrecken der Märkte vielleicht groß sein. Schauen wir uns die Dinge mal an. Es ist ja so ein bisschen ruhig. Man hat fast das Gefühl, wir sind schon im Sommerloch in dieser verkürzten Handelswoche, an der oder in der alles Wichtige, nämlich Auftritt von Powell und die PCE-Inflationsdaten auf den Karfreitag, also einen Tag fällt, an dem die Börse geschlossen ist. Gestern hatten wir noch mal drei Fed-Speaker, die aufgetreten sind. Und der Einzige, der so ein bisschen auf Powell-Linie ist, ist Goolsbee, der gesagt hat, ja, ich erwarte drei Zinssenkungen in diesem Jahr. Das ist das, was die Dotplots in der Summe hergeben, also die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder. Wobei Goolsbee ist ja schon eigentlich der doofeste unter den ganzen Mitgliedern. Cook dagegen hat gesagt, ja, es ist ein Risiko, wenn man die Zinsen zu früh senkt. Die scheint also nicht einverstanden zu sein. Bostic sieht eine einzige Zinssenkung in diesem Jahr. Es gibt einige andere, die offenkundig das anders sehen als Fed-Chef Jerome Powell. Und jetzt ist eben die Frage, wie werden die Daten reinkommen? Bekommen die Auftrieb oder bekommt Jerome Powell Auftritt? Letzteres ist unwahrscheinlich, wie ich gleich zeigen werde. Hier sehen wir mal die Zinssenkungserwartungen mit dem Auftritt von Powell. Ging das nach oben? Also, wenn hier der Chart nach oben geht, wird mehr Zinssenkung erwartet. Jetzt allerdings sehen wir, perlt das so ein bisschen ab in letzter Zeit, und dafür sorgen dann zum Beispiel Daten wie gestern Dallas Fed Manufacturing Index, eher ein Datum aus der oder eher ein Konjunktur. Signal aus der zweiten Reihe, aber derzeit ist es halt auch dünn gesät, aber es passt in das Schema, das wir bei den Einkaufsmanager-Indizes in den USA schon gesehen haben, nämlich, dass wir stagflationäre Tendenzen haben, dass die neuen Orders eher schwach sind, aber vor allem die Preise wieder deutlich steigen, und diese Preise beginnen eben auch außerhalb des Dienstleistungssektors zu steigen. Hier sehen wir, wie die Preise nach oben gehen, während die Neuaufträge nach unten gehen. Stagflation ist hier das Stichwort. Hier sehen wir mal den Benzinpreis in den USA. Ja, extrem wichtig, politisch extrem relevant. Wir haben jetzt eine Gallone 63,9. Letzte Woche waren wir noch bei 3,56, davor 3,49. Also wir sehen, es geht jede Woche nach oben, Tendenz weiter nach oben gehen, weil die Großhandelspreise schon deutlich nach oben geschossen sind und die Preise dann an der Tankstelle mit ein bisschen Verzögerung folgen. Das heißt, wir sehen, Energie wird in diesem Monat auf jeden Fall ein Treiber der Inflation, kein disinflationärer Effekt, wie wir ihn bis Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte 2023 gesehen haben. Wir sehen, die Ölpreise oder der Ölpreis 17% jetzt bereits gestiegen in diesem Jahr. Gestern nochmal Auftrieb bekommen, dadurch, dass Russland offenkundig seine Ölfirmen anweist, etwas weniger zu fördern. Also wir sehen, das sieht bullisch aus bei Öl, und all das kombiniert, nämlich steigende Energie plus lockere Finanzkonditionen, sorgte für Inflation. Wir sehen hier auf der rechten Seite, wie die Finanzkonditionen schon sich gelockert haben, und die Inflation wird dem folgen. Das heißt, Powell hat immer die Tendenz, davon zu sprechen, dass die Zinsen sinken, wenn eigentlich die Inflation bereits wieder anzieht. Hier sehen wir mal diesen Trend über der Inflation. 11% übertrennte die Inflation. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir solche Muster dann immer wieder sehen, wenn wir hier mal den S&P 500 in Relation zu den Inflationsdaten sehen, dann sind wir schon ein Stück weit über diesen Trend, der nach oben geht, keine Frage, aber eben sehr weit aus
gestaltet schon dieser Trend, könnte man sagen. Und hier gestern mal einige Rohstoffe. Wir haben Crude Oil, ist deutlich gestiegen. Wir haben alle Rohstoffe oder sehr, sehr viele Rohstoffe, die gestern deutlich gestiegen sind. Also wir sehen hier diesen Trend auch der Rohstoffe nach oben. Kakao sehen Sie hier 7,92%. Und da ist jeder Anhänger von Nvidia wird da blasse vor Neid bei diesem Chart, nämlich Kakao. Das ist absolut krass, was hier passiert, hatte Folgen dann für Kakao oder für alle Produkte, die in irgendeiner Form, Schokolade, die in irgendeiner Form mit diesen Produkten zu tun haben. Und das sind gar nicht so wenige, wie man glauben könnte. Also das kommt jetzt hier noch dazu. Und jetzt gibt es eine interessante neue Studie durch die Fed, die sich mal angeschaut hat, naja, was haben die Leute eigentlich gemacht mit diesen Helikopterschecks, die damals in Corona verteilt wurden. Und knapp 60% haben schlichtweg ihre Ausgaben gesteigert. Und der Anteil derjenigen, die ihre Schulden zurückbezahlt haben, ist da, aber ist relativ gering. Das heißt, die Amerikaner haben vorwiegend das Ganze in den Konsum gesteckt. Das ist einer der Gründe, warum die USA noch nach wie vor nicht in einer Rezession sind. Eben diese Stimuluspolitik durch die Biden-Regierung und ihre Langzeiteffekte. Aber jetzt sehen wir, dass das Disposable Income, also das, was die Amerikaner ausgeben können, dass das schon zurückgeht. Und wir sehen ja schon eine gewisse Schwäche jetzt zuletzt in den USA. Konsumdaten, Einzelhandelsumsätze waren eher mäßig. Kommen wir zu den Märkten. Da sehen wir gestern moderates Minus, wirklich dünne Umsätze, 48 Millionen Kontrakte gestern im SPY und einer der geringsten Werte in diesem Jahr. Wir haben den Dow als schwächsten Index, der jetzt zuletzt nicht so gut performt hat, die 40.000er Marke nicht geschafft hat. Wir sehen, dass Energie stark war, Technology war der schwächste Sektor. JP Morgan sieht das Kursziel für den S&P 500 bei 4.200 Punkten, das wäre 20 Punkte drunter. Ich nehme an, das ist Marco Kolanovic. Und der andere Bär, Mike Wilson, sagt, okay, wir könnten in diesem Jahr bis 4.500 fallen. Mal sehen, andere Analysehäuser versuchen jetzt derzeit ihre Schätzungen nach oben zu nehmen. Hier sehen wir mal gestern die Magnificent Seven. Erstmal Schwäche nach negativen Nachrichten. EU stellt Untersuchungen gegen große US-Tech-Konzerne an, AMD, Intel gebannt von chinesischen Regierungsrechnern etc. Aber dann die Erholung, aber es geht auch nicht so richtig nach oben. Microsoft im Minus, Apple im Minus. Hauptsache Nvidia ist im Plus. Das reicht dann schon, dass das Minus zumindest nicht allzu dicke wird. Und jetzt haben wir mehr und mehr die Blackout Period. Das heißt, Unternehmen sind jetzt derzeit nicht in der Lage oder immer mehr Unternehmen können ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen. Das ist das eine. Und jetzt haben wir vor allem Quartalsende. Da haben wir zwar auch Window Dressing auf der einen Seite, aber wir haben auf der anderen Seite eben auch Pension Funds, die letztendlich ein bisschen ihre Portfolios gerade ziehen müssen. Und dadurch, dass sie übergewichtet waren in Aktien, werden sie wahrscheinlich um und bei im Volumen von 40 Milliarden Dollar US-Aktien verkaufen. Auch die Retail-Kunden, also Privatkunden, haben jetzt in letzter Zeit nicht mehr so kräftig hinzugekauft, laut einem Chart von JP Morgan. Aber wir haben da gestern zum Beispiel eine Rallye gesehen bei Supermicrocomputer, einem Unternehmen, das noch 2020 wegen Bilanzunregelmäßigkeiten, um es mal vorsichtig zu formulieren, verurteilt wurde. Und zwar hat man da Einnahmen, die man noch gar nicht hat, schon mal verbucht und hat Ausgaben runtergerechnet. Okay, jetzt ist das ja so eins der ganz heißen KI-Geschichten. JP Morgan bringt jetzt neue Aktien an den Markt, das heißt, der Kurs steigt. Und die nutzen die Gelegenheit, praktisch für eine Kapitalerhöhung mehr Aktien auf den Markt zu schmeißen. Das verwässert die einzelne Aktie, macht aber nichts, weil man ist ja letztendlich im KI-Rausch. Da wird auf die Zahlen normal nicht so geschaut. Der KI-Boom lässt die Dotcom-Blase blass werden, so schreibt hier ein Twitter-Kommentator angesichts eines Unternehmens, das wirklich einen sehr zweifelhaften Ruf hat. Und wer sich sagt, oh, Amerika ist mir jetzt so langsam zu teuer, zu krass bewertet, der könnte Interesse finden an dem MSCI World ex USA ETF.
Also da ist alles drin bis auf USA. Die USA sind ja in diesem MSCI World extrem hochgewichtet, an die 70%. Das heißt, wer das kauft, der kauft im Grunde USA. Und hier sehen wir, dass es jetzt auch anders geht, dass man das exkludieren kann. Und wir sehen, ist gar nicht so schlecht gelaufen, MSCI World ex-USA, weil Europa stark aufholt etc. Wir sehen, dass jetzt viel Geld nach Europa geflossen ist, weil man seitens vieler US-Investoren eben sagt, ist ein bisschen teuer geworden, die USA. Also vielleicht ein interessanter Hinweis für den einen oder anderen. Robert Habeck spricht die Botschaft zwischen den Zeilen. Der gute Robert hält ja alle, die irgendwie nicht an sein Erlösungs CO2-frei Programm glauben, für ein bisschen doof und ein bisschen rückständig. Nur er weiß es. Das ist das Gute, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der uns zielsicher ökonomisch gegen die Wand fährt, aber wir dann natürlich dennoch fast CO2-frei sind, also glücklich sind. Das ist ja das Wichtigste, auch wenn wir dann unseren Sozialstaat nicht mehr finanzieren können, ist nicht so wichtig, meine Damen und Herren. CO2-Freiheit ist das, was zählt heutzutage, auch wenn die anderen das dann locker überkompensieren. Macht nichts, gell? Mir sagen wir am deutschen Wesen und so weiter. Das ist die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich mal auch diese Rede an von Robert Habeck, der kürzlich ja extrem dadaistisch unterwegs war. Da werden sich noch Generationen von Germanisten mit dieser Rede, die er neulich da gehalten hat, beschäftigen. Jetzt hat er eine andere Rede gehalten, ist sehr zufrieden, der Robert, gar keine Frage, das läuft super für den Robert. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Bitcoin, über 70.000 Dollar, gestern wieder viele Kommentare. Siehst du, wo Bitcoin steigt, sagt der Fugmann nichts. Ich sage auch oft nichts, wenn Bitcoin fällt, meine Damen und Herren, nur um das einmal klar zu ziehen. Bitcoin zurück über 70.000, die Volatilität wird stärker, das wird jetzt eine spannende Geschichte, wie geht's da weiter? Diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen ans Herz legen und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.